herzlich willkommen in Zwolle, liebe Freunde. Wir stehen auf dem Campingplatz aktuell de Sandstuwe und der ist in unmittelbarer Nähe von Hardenberg. Und weil wir uns Hardenberg letztes Jahr schon angeguckt haben, haben wir uns gedacht, wir schnappen uns mal unsere Greta und fahren mal nach Zwolle und gucken uns hier alles an und was es hier so Schönes gibt. Gefunden haben wir erstmal einen großen Parkplatz, der 500 Meter von der Altstadt entfernt ist und auf dem man auch 3 Tage stehen bleiben kann. Es sieht zwar nicht so aus, es macht überhaupt nicht den Eindruck, als könnte man das, als wären Wohnmobile überhaupt hier erlaubt. Also wir gehen jetzt, gucken uns Zwolle an und gucken dann, ob unser Auto hier noch steht ohne Strafzettel und fahren dann wieder zurück. Aber wenn ihr da seid, also hier, könnt ihr ja auch mal hier parken. Naja, also ich denke schon, dass das geht, weil ich habe im Internet recherchiert und als erstes poppte dieser Parkplatz hier auf, ja. Tagesgebühr für 24 Stunden 5 Euro, maximal 3 Tage. Das klingt alles schon so nach auch Wohnmobil. Jetzt steht zwar hier keins außer unseres, aber es ist auch kein Verbotsschild. Also steht aber so ein mini kleiner süßer Wohnwagen auch noch da. Ja, genau. So, also. Das wird schon so richtig sein. Das wird so richtig sein. Und wir haben ja unsere Alarmanlage drin, es wird auch nichts passieren. Und wir gehen jetzt mal los und ihr kommt einfach mit und wir schauen uns alles an. Freunde, wir sind jetzt hier im Turmkeller vom Turm, ich glaube, er heißt Peperbus, der Kirche Unsere Liebe Frau. Eins der Highlights hier in Zwolle, was ihr euch ansehen solltet. Wir sind aber noch unten, ich weiß noch nicht, ob es wirklich gut wird. Auf jeden Fall müsst ihr euch unten melden bei der Kirchenwacht. Hi, hi, hi. Sozusagen. Und Eintritt bezahlen für die Turmbesteigung. Und dann wird euch aufgeschlossen und dann dürft ihr hochgehen. Es ist anstrengend. Oh. 236 Treppen, 51,2 Meter. Wow. Wir sind oben angekommen. Ja. Ja. Wir jetzt erstmal Ausblick genießen. Es lohnt sich. Tatsächlich sehr. Wenn man erfolgreich vom Turm wieder zurückgekehrt ist, so wie wir jetzt, und wenn einem dann ein bisschen schwindelig ist, bekommt man als Belohnung so eine schöne Karte. Und die ist sogar abgestempelt da. Und dann kann man genau sehen, wann man den Turm erklettert hat. Eine schöne Erinnerung. Genau. Also, die Frauenbasilika und der Pfefferbüchsenturm am Ossenmarkt in Zwolle, um es mal für uns Deutsche zu sagen. Peperbus ist überall ausgeschrieben. Macht das unbedingt, wenn ihr hier seid. Übrigens peperbus-zwolle.nl. Müsst ihr euch angucken, wenn ihr hier seid, hochklettern. We'll be right back.
ihr Lieben, ich habe Boote entdeckt und hoffe, Toni jetzt überreden zu können, dass wir umsteigen und eine eigene Grachtenrundfahrt machen um die Altstadt von Zwolle rum. Ja, schauen wir mal. Sieht gut aus. Wir machen jetzt eine Grachtenrundfahrt. Also die Gracht wird sternförmig um die Altstadt von Zwolle rum, was sehr schön ist. Das Boot kostet 35 Euro für eine Stunde und hier passen noch viel mehr Menschen drauf als wir und eine Clara. Clara ist begeistert, wie ihr seht, ist schon ein Jahr lang kein Boot mehr gefahren. Captain Toni ist auch an Bord. Wir sind wieder da, also das heißt zurück auf dem Parkplatz. Greta steht noch da, es geht ihr gut und sie hat alles überstanden. Wir auch, wir sind total geplättet von all diesen wunderschönen Eindrücken hier. Das Wetter hat mitgespielt, was so schön ist. Wir können einen Ausflug nach Zwolle nur empfehlen. Huch, guck mal, hier ist noch ein Wohnmobil jetzt. Naja. Verrückt. Also wir können einen Ausflug nach Zwolle einfach nur empfehlen. Alle Infos, die für uns wichtig waren, habe ich gefunden auf visitzwolle.com. Und wenn ihr da auf der Internetseite stöbert, kommt ihr zu den Top 10 der Sehenswürdigkeiten, die man sich unbedingt angucken muss. Und da findet ihr, ich sag mal, einiges von dem wieder, was wir jetzt hier angeguckt haben. Wir dürfen nicht vergessen, die Buchhandlung zu erwähnen. Die Buchhandlung in der Kirche, eine der schönsten Buchhandlungen der Niederlande. Ich glaube, eine der schönsten Buchhandlungen überhaupt. Also ganz fantastisch. Und einiges haben wir nicht gemacht. Zum Beispiel waren wir nicht essen. Das solltet ihr unbedingt machen, weil es gibt ein Restaurant nach dem anderen und ich hätte mich gar nicht entscheiden, wo ich hätte hingehen wollen. Ja, genau. Wir fahren jetzt zurück zu unserem Campingplatz The Sandstuve und gucken, was wir dann noch so weiteres erleben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß in Zwolle. Wenn ihr hier seid, schickt uns bitte mal eine E-Mail oder ein paar Fotos, was ihr alles gemacht habt. Am besten oben vom Pfeffertürmchen aus. Ich bin ganz weg von Foxy. Oder von der Bootsfahrt. Oder ihr macht ein Foto bei Instagram und verlinkt uns da @leniundtoni.de, nee, ohne DE. Und dann sehen wir das, wenn ihr hier seid. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.